Am letzten Donnerstag erfolgte der offizielle Bauauftakt für den Bauabschnitt 3 der zweiten Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahntrasse der MVB in Richtung Reform über Bördepark. MVB-Geschäftsführer Klaus Regener, Verkehrsminister Thomas Webel, Oberbürgermeister Dr. Lütz Trümper und weitere Gäste freuten sich über den Baubeginn. Es ist ja heute ein schöner Tag für die MVB. Es geht ja um die Verlängerung der Straßenbahnlinie von der Leipziger Straße über den Bördepark bis hin nach Reform. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das ja schon einige Zeit geplant worden ist. Und mein Vorgänger Dr. Dehre hat ja gegen Ende letzten Jahres den Bewilligungsbescheid übergeben. Es sind ja Baumaßnahmen insgesamt von über 22 Millionen hier vorgesehen. Und es werden über 18 Millionen Zuwendungen hier fließen. Und da bin ich natürlich insbesondere dem größten Geldgeber, dem Bundesverkehrsministerium, sehr dankbar, dass sie uns diese Gelder zur Verfügung stellen und dass wir sie dann uneigennützig an die weiterleiten, die ja für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig sind. 60% kommen vom Bund, Herr Dr. Glück, 30% vom Land, der Rest ist Eigenkapital unseres Hauses. Vielen Dank nochmal für Ihren Förderwillen an der Stelle und für die Unterstützung dieses Projektes. Ich glaube, auch das gesamte Projekt, was wir hier auf den Weg gebracht haben, mit diesem Abschnitt, der jetzt dazukommt. Wir haben schon einige fertig. Herr Kaleschki, sind ja schon seit über 10 Jahren am Bau. Ich sage nur die Strecke am Westring, die gebaut worden ist. Und einige weitere Abschnitte auch. Leipziger Straße sind wir schon ein ganzes Stück vorangekommen. Da sieht man schon, wie toll die Straße geworden ist, wie das aufwärt, auch das Bild der Straße durch den Bau der neuen Gleise. Und hier haben wir jetzt ein Areal, wo keine Straße erstmal in Mitleidenschaft gezogen wird. Die wird auf einem grünen Streifen gebaut, den wir zum Glück, Herr Kalle, ich jetzt gerade noch mal erzählt, gesichert haben, der schon mal vor einigen Jahren für andere Zwecke angedacht war. Die Trasse ist freigehalten worden. Wir können jetzt rumfahren um das Gebiet und erschließen damit ein ziemlich großes Wohngebiet, 3,2 Kilometer lange Strecke. Und ich glaube, auch wer heute noch meint, brauche ich gar nicht, hier kann man ein Auto fahren, die Leute werden alle älter werden. Und weil die hier wohnen, werden älter, werden irgendwann sagen, ich bin froh, dass die Straßenbahn hier ist. Hier kann ich doch schnell in die Stadt reinfahren. 10 Minuten bin ich im Zentrum, bin in allen Arealen, die ich brauche. Das wird eine Riesenaufwertung dieses Areals hier in Magdeburg sein. Und dafür sind wir äußerst dankbar, dass was geprüft worden ist. Der Kindergarten der Volkssolidarität am Hopfengarten hatte ein kleines Ständchen vorbereitet. Planmäßig Ende 2012 sollen die ersten Straßenbahnen auf der Strecke unterwegs sein.